Kugeln für Weihradler und Jamsröt. Tagessieg für Hannes Reich. Ja, guten Morgen! Morgen! Ma, hast du gut geschlafen? Jo, darf ich mir gar nicht beklagen. Ja, dann passt's. Gibt's schon Frühstück? Nein, Frühstück gibt's noch keins. Aber ein Kaffee. Weil ein Kaffee am Morgen hat halt Kummer und Sorgen. So sagen die Deutschen, oder? Ja, die Deutschen, ja. Aber da muss ich dich enttäuschen. Das ist leider kein Kaffee, weil Kaffee wie zum 100. Mal ist schlecht für dein Pumpert. Kein Kaffee? Was ist denn das dann? Mein Gott, ganz was Gutes. Ein grüner Tee aus Ayurveda. Ayurveda? Ja, jetzt kost einmal. Richtig gut. Von da kommen die ganz guten, gesunden Sachen. Boah. Da ist ja kein Zucker drinnen. Mein Gott, wie oft denn noch Zucker ist für dich gestrichen. Schmeckt dir nicht, aber ein bisschen an Honig meine ich da. Es war biologischen vom Schlegel Erwin. Ich hab dir schon gesagt, dass der Honig vom Schlegel Erwin genauso einen Zucker hat. Also ist der für dich auch gestrichen. Boah, der Tag fängt ja schon gut an. Ja, mein Kindwaffe. Herr Pohrer! Frau Kretz, atmen Sie mal tief durch. So, was ist denn los schon wieder? Herr Pohr, der Stefan ist weg! Der Stefan ist weg? Der super Stefan? Nein, der heilige Stephanus aus der Kirche! Was? Der heilige Stephanus? Ja. Wie weg? Wir hätten den weg da, was hast du weg? Ja, ich bin vorher in die Kirche oben zum Kerzen auffüllen und dann habe ich umgeschaut und dann war der Sockel vom Stephanus da. Was? Der heilige Pfarrpatron, unser heiliger Stephanus! Ja, wir sollten den weg da haben. Ja. Wie werden wir wegkommen? Vielleicht Bodenberg Stuhlen! Stuhlen? Wer wird einer heiligen Figur stellen, Frau Kretz? Sei doch vernünftig! Ja, Kriminelle halt! Kriminelle? Was heißt das, Kriminelle? Ja, jetzt war er tot, 1000 Euro wert ist! Der Restaurator hat ja gesagt, mit dem Blattgold ist er so viel wert! Jungs, boah, das weiß ich aber nicht jetzt, was wir tun sollen. Mächtig, weißt du, wo der Pfarrer Wolf ist? Nein, der ist heute schon in aller Herkunftsfrier, als sie aus dem Haus, ja, und fort war er halt. Hast du vielleicht dann die Jenny aufwecken gehen? Frau bloß, ob sie weiß, wo er hin ist, der Pfarrer Wolf. Ja, was? Ich geh schon schauen. Was? Ja. Jenny? Wer ist die Jenny? Das ist ganz einfach. Das ist eine Bekannte vom Pfarrer Wolf. Eine Bekannte vom Pfarrer Wolf? Und der schläft da? Nein. In unserem Pfarrhaus? Anders, falsch. Sie ist die Schwester vom Pfarrer Wolf. Und sie besucht ihn in seiner neuen Dienststelle her. Ach, na sowas. Ja, genau so ist es. Jo. Die Jenny ist auch nicht da. Nix so, die Jenny. Ja, vielleicht stecken da ja zwei Leute unter einer Decke. Ja, was zwei Leute? Was tun wir denn damit? Ja, das hört man ja jetzt in meinem Radio, dass die so Gaunerbärchen unterwegs sind und dass die irgendwas ausstellen. Mein Gott, aber doch nicht der liebe Herr Pfarrer Wolf und die Jenny. Ja, kann man sich da sicher sein? Also, die darf mich mein Hund nicht ins Feuer legen trauen, ja. Für den Herr Pfarrer Wolf. Jetzt sind Sie mal vernünftig und mischen Sie sich denn nicht überall ein. Ja, vielleicht tut man auch die Polizei anrufen. Die Polizei? Nein. Da warten wir noch ein bisschen. Weil erstmal müssen wir unser Bild von der ganzen Situation machen. Ja,
Und Sie? Sie sagen nichts von der Jenny. Es ist einfach die Schwester und der ist noch bei uns da, okay? Ja, wenn Sie wollen, dann Sie werden schon recht haben. Ja, das habe ich auch. Viel Geld. Wir schauen jetzt um in die Kirchen, hörst du mir mächtig? Ja. Ob der wirklich Schulen warten ist. Für mich ist das ja sonnenklar, was da der Herr Wolf darunter steckt. Ich rufe jetzt die Polizei auf. Ja, was Gott, bin ich da hinten bei der Polizei? Ja, Gret Gundula spricht vom Pfarrgemeinderat. Gret Gundula, Pfarrgemeinderat St. Stephan in Rosendal. Ich muss dringend eine Fahndung einleiten. Dringend! Der heilige Stephanus ist gestohlen worden vom Herrn Pfarrer Wolf und seine Gespuse, die Jenny. Na, kein Kind, sind für ihn nicht mein Kind. Der heilige Stephanus aus der Kirche ist gestohlen worden, die heiligen Statue. Wie, Sie verstehen nicht. Noch einmal, der Herr Pfarrer Wolf und die Jenny, seine Gespuse, haben die heiligen Statue aus der Kirche gestohlen. Und sie müssen dringend und ganz schnell vorbeikommen, bevor die noch über die Grenze sind. Sie kommen am Nachmittag? Am Nachmittag ist viel spät, da sind die schon längst fort. Ich soll mich nicht aufregen. Ich reg mich nicht auf, aber sie müssen ganz schnell kommen. Das ist ja wichtig, ganz dringend. Auf Wiederhören! Die haben wir mal eine Arbeitsmoral. Wenn man da schnell was braucht, dann ist es gescheiter, wenn man da selber gleich was macht. Boah. Ja, servus, ich bin's. Du, ich hab das Geld verdammt. Ja, ich hab das gute Stickel müssen verkaufen. Ist sich gerade so ausgegangen mit 20.000. Ja, ist halt ein gutes Stickel gewesen, aber was soll's? Ja, ist sie ausgegangen. Aber Hirns, gib mir mal die Jenny. Ja, servus, Jenny. Wie geht's dann? Ja, ma, super. Geht's aber gut. Ma, Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Ma, haben sie wohl nichts da. Ma, super. Mei, das freut mich. Du, jetzt ist alles bald vorbei. Weil ich hab das Geld benannt und sag's zum Charlie, er kann vorbeikommen, weil er kann das anholen. Ja, super. Ma, das freut mich, dass dir gut geht. Ma, super. Ja, passt gut. Für dich. Na, warum ich das jetzt hinkrieg? Aha. Mhm. So. Na, das gibt's ja nicht. Warum ich das hier da? So was gibt. Hey, da steht die Tür offen. Hat da wer das Kuvert geholt? Bist du deppert, ich muss mal schauen. Hey, so eine hundsgemeine Schweinerei da. Jetzt stellst du gerade den heiligen Stephanus. Das ist ja ein Wahnsinn. Mein Gott, und das auch noch kurz vor unserer Prozession. Was ist denn ein Stephanis-Sonntag
ohne heilig Stephanus. Mei, an das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Die Prozession ist ja auch. Ohne Stephanus. Meine Güte, war ich doch nicht den Köllerstirn runtergeflogen. Mein Gott. Dann wäre das alles nicht passiert. Herr Urmel, auf zum Jammern. Was hat denn das jetzt mit dem zu tun? Oh, siehst du eh selber, seit ich da runtergefahren bin, mit dem Pfarrer Wolf jetzt als Vertretung, ist nur mehr Unruhe in unserer Gemeinde. Du glaubst doch nicht auch, dass der Pfarrer Wolf irgendwas mit dem zu tun hat, oder? Ja, er ist schon ein bisschen ein merkwürdiger Kerl, sein ganzes Verhalten und alles. Aber nein, du hast schon recht. Dies wird er ja keiner sein, das glaube ich auch nicht. Gott sei Dank sind Sie da, Herr Pfarrer. Ich habe jetzt einen widerlich. Da ist kein Blumen drin. Ich habe einen Beweis, dass dieser Pfarrer Wolf ein widerlicher Kirchendieb ist. Was? Was für ein Beweis? Vorher, wie Sie mit der Frau Mechthild zu Kirchen umgegangen sind, bin ich noch ein bisschen da geblieben. Und dann habe ich mich da hinten ein bisschen versteckt. Und dann habe ich gesehen, dass der Herr Pfarrer Wolf da reingeht. Und da habe ich genau mitgekriegt, was er gemacht hat. Ja, aha. Mein Gott. Was hat er gemacht? Er hat telefoniert. Telefoniert? Und das ist der Beweis, oder wie? Ja, die feinen Kumpanen. Da habe ich genau gehört, wie er gesagt hat, er hat den heiligen Stephanus um 2000 Euro verkauft. Und das? Das soll ich Ihnen glauben. Hat er das wortwörtlich so gesagt, der Herr Wolf? Ja, wenn ich das sage. Ja. Herr Pfarrer, ich zeige Ihnen was. Ja. Ich habe nämlich sogar einen Beweis, dass er 20.000 Euro dafür gekriegt hat. Bitte sehr, da ist nämlich sogar das Geld. Das gibt's ja nicht. Bitte. Wo haben Sie denn das her? Was? Wie der Herr Pfarrer Wolf da eingegangen ist, hat er mal das Geld da auf den Tisch abgelegt. Ich habe mich dabei da hinterm Seitenschirm versteckt, dass er nichts mitgekriegt hat. Dann ist er telefonieren gegangen. Und dann in der Zwischenzeit, da war er so angeregt mit dem Telefonieren. Ich bin mir schnell das Kuvert geschnappt und bin schnell ausgegangen bei der Tür. Das ist also tatsächlich wahr? Ja, anscheinend. Ich habe das so gesehen und gehört. Aber Herr Pfarrer, alles andere überlasse ich jetzt Ihnen. Ja. Aber bitte halten Sie mir echt am Laufenden. Ja. Und jetzt muss ich weiter. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Auf Wiedersehen. So kann man es nicht eischen, Mechthild. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, so kann man es nicht eischen. In einem Pfarrer. Mein Gott, und was willst du hier jetzt tun? Willst du zum Polizeiposten runterfahren und dann hat der Seppel sagen, dass der Pfarrer Wolf ein widerlicher Typ ist oder was? Das kann ich dir nicht sagen, Mechthild. Aber auf alle Fälle hat das Konsequenzen für den Herrn Pfarrer Wolf. Und die Statue, die muss er auch zurückbringen. Mein Gott, vielleicht hat der Pfarrer Wolf, der liebe Pfarrer Wolf, gar nicht so bös gemeint. Was, wie meinst du denn das? Ja, mei, du weißt ja, die Jenny hat ja gesagt, dass die zwei gefährlichen Typen hinter ihrer her sind und dass die ein bisschen Geld für ihr wollen. Und vielleicht wollte der Pfarrer Wolf ihr damit ein bisschen helfen. Nein. Ja, aber sowas geht nicht. Wenn es noch so für einen wohltätigen Zweck ist. Wie sagt mein alter Mentor, der Pfarrer Ackermann? Tue recht, aber scheue niemanden. Und schon gar nicht. Zwar sollte der Herr gelaufene Gratler. Mein Gott, wie soll denn der Pfarrer Wolf gegen solche Nackeln? Das ist ganz allein seine Sache. Und den heiligen Stephanus muss er auch zurückbringen. Mei, und was wird dann aus der lieben Jenny? Das kann ich dir nicht sagen. Und der auch ich mich nicht drum kümmern. Das ist ein Herrn Pfarrer Wolf sein Problemfall. Mein Gott, aber bitte, liebes Bruderherz, tu nichts unüberlegt. Bitte, du musst mir das versprechen. Jo. Ich werde darauf achten, dass nichts passiert. Nein.
Du siehst, es ist bald am Überlaufen, die ganze Situation. Es wird nicht einfach. Bitte, du musst mir jetzt einen Ratschlag geben. Ich höre jetzt gut auf dich zu. Magst du mir was sagen? Nix. Ich war jetzt bereit dafür. Nix, okay. Ja, hilft dir nix. Dann warte ich noch. Mein Gott, da geht's zu bei uns, ich sag's euch. Die Statue gestohlen, die Prostituierten ziehen ein. Das wird nicht mehr einfach. Kaffee krieg ich keinen, sonst gibt mir keiner mehr. Obwohl, jetzt geht nicht wieder weiter. Das gibt's ja. Du bist das nicht, Mann. Herr Wolf, grüß Gott einmal. Wir haben Sie in der Früh vermisst. Ja, leider. Ich habe müssen Geschäftliches erledigen. Und beim Geschäftlichen, wie sind die Geschäfte so gelaufen? Na ja, wie haben wir es denkt. Aha. Liegt die Betonung also sein auf nimmt? Was? Ja, vernehmen, wegnehmen. Oh no, erst waschen los da, jetzt störe ich doch beim Pfaff-Meeting. Grüß Gott heißt das hier in unserem Pfarrhaus. Los erst, da die Puppe. Charlie. Komm her, komm her. Ja schon los, mein Freund. Rot das Geld oder rot das nicht? Checker. Was heißt Checker? Bonzel. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich hab das Geld nicht mehr. Erst, du hast was am Telefon gesagt, dass die Marie hat. Das spielt er nicht auf, Alter. Her ja. Mit dem Geld. Ja, ich finde das Kuvert nicht mehr an. Ich weiß nicht. Ich hab's verloren. Ich weiß nicht. Warte! Pappe! Buh! Würstel, ich glaube, jetzt wird's ernst. Aha! Danke für deine Unterstützung. Ja, bitte gern. Das war nichts anderes. Ich kann alles machen für das. Aber was anderes jetzt? Wie senken das Sie mit den materiellen Dingen? Ja, du weißt eh, von Gewalt halte ich nochmal gar nichts. Wenn ich das Geld schon gehabt hätte, ich mag gar nicht reden. Welches Geld? Wenn ich das Geld schon gehabt hätte für die Jenny, dann hätte ich es eh schon zurückgekauft. Aber
Und ich schon nachdenke, was sind schon materielle Dinge? Was? Also, wie meinst du das? Zum Beispiel in unserer heiligen Pfarrkirche? Die ganze Einrichtung? Wenn ich so nachdenke, was in unserer Kirche unnütz miteinander steht. Nein, so viel, das glaubt man gar nicht. So wie zum Beispiel der heilige Stephanus. Ja, genau. So wie der heilige Stephanus. Weil das ist ja bloß eine Figur. Bloß eine Figur? Das ist unser heiliger Kirchenschatz. Der heilige Laurentius hat gesagt, der wahre Schatz der Kirche sind die Gläubigen. Ja, die Gläubigen. Das ist der wahre Schatz der Kirche. Wenn ich mich da innen anschaue, nachher weiß ich schon, was sie für einer sind mit ihren Tattoos und ihren Ring. Was für einer bin ich? Ja, jetzt tun's nicht so. Sie haben wahrscheinlich den heiligen Stephanus verkauft, nur um die Jenny damit freizukaufen. Und jetzt schaut nicht so, es gibt Zeugen und Beweise. Zeugen und Beweise? Ja. Sie geben's also zu, dass es sie waren? Sie wissen schon, das muss ich dem Ordinariat beim Herrn Generalvikar melden. Denn melden macht frei. Gut. Ja, Sie haben schon richtig gehört. Geben Sie es also zu? Was? Dass Sie den heiligen Stephanus gestohlen haben? Jetzt wird's mir zu viel. Du, was willst? Ja, und jetzt beleidigt sein. Ein Priester, der sich nicht an die 10 Gebote halten kann, das ist ja wohl das Höchste. Da werde ich jetzt mal anrufen müssen. Zwar noch nicht bei der Polizei, aber zumindest bei unserem Herrn Chef. 0316 8835. Ja, grüß Gott. Pfarrer Bürstl ist da am Apparat. Und zwar hätte ich folgende Sache zu melden. Hallo Pfarrer! Erst einmal glaubt es reinkommen. Jo, Herr Pfarrer. Und dann seid mal ruhig, ich telefoniere gerade. Herr Pfarrer, wir müssen aber was beichten. Es ist ganz wichtig. 16 bis 17 Uhr. Herr Pfarrer, es geht um einen heiligen Stephanus. Um einen heiligen Stephanus? Jo! Ich melde mich später nochmal. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer. Ja, wiederhören. Herr Pfarrer. So, jetzt scheint mit der Ruhe. Jo. Was ist hier über den heiligen Stephanus? Nein, schuld ist nur der Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Jo. Jo, weil der hat von einem Hochhaus ab direkt am Ball vom Obi geschossen über den Zaun und dann ist er direkt reingeflogen ins Tor. Jo. Und die Franzi? Die Franzi hat es mir nicht geglaubt und ich habe gleich gesagt, dass das Video zusammengeschnitten ist. So, aus. Was hat der Fußballer und dann sein Video mit dem heiligen Stephanus zu tun? Herr Pfarrer, wir haben das dann ausprobiert, weil ich das nicht geglaubt habe. Sind wir auch wie bei der Kirche zu arbeiten? In der Kirche drin? Ja, und dann haben wir den Ball so dort haben wir nichts dafür können, weil wir wollten eigentlich, dass ins Taufbecken reinfliegt, gell? Ist aber nicht reingeflogen. Der ist abgerollt von Stephanus, der ist umgeflogen und die Finger hat es ihm weggekriegt. Der Kehren, der hat Fußball spielen. Jo! Der heilige Stephanus hat langlaufen müssen. Jo! Und jetzt ist er. Jo! Wir sind so stark gewesen und haben den heiligen Stephanus und haben ihn aufgeklungen, die Schubelläufe, zum blöden Seppel, und der hat gleich die Finger wieder zugekleimt. Ja. Aber jetzt haben wir halt vier Finger, und den haben wir nicht gewonnen. Ja, wer soll das alles zahlen? Ja, kein Problem, nein. Haben wir alles schon gezahlt. Alles schon gezahlt. Ich zahle euch nicht so viel für das Ministrieren. Nein, das nicht, aber letztens ist es Unverkehrer da hergestanden und da haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, gibt es aber da am Vorlager? Ja, nicht, dass wir anders als zu nehmen. Aber warte jetzt ein bisschen. Was denn? Ihr habt den heiligen Stephanus weggeräumt? Ja! Ist das gut, oder wie? Nein! Er steht schon wieder so ganz auf. Aber Herr Pfarrer, ich weiß, dass das jetzt echt so schlecht für Sie ist. Aber es tut uns echt leid. Ja, und es ist eh nicht so viel passiert, weil jetzt geht's nicht gut. Jo.
Ja. Ist nichts passiert. Ah, Herr Pfarrer? Ja. Gehen wir trotzdem in den Strankenausflug mitfahren? Ja. Weil ist ja nichts mehr passiert. Kannst du trotzdem mitfahren? Also erstmal nicht mit einer großen Strohfrage. Zwei Vater unser. Aber jetzt geht's hasse. Ich muss auch denken. Danke, Pfarrer. Ja. Bitte. So, ist der gar nicht schon worden. Der Heilige ist ein Fluss. Und ich hab den. Oh Herr, ich flehe zu dir. Was soll ich machen? Ich hab den Pfarrer Wolf als ähnlichen Liebgrad vorher beschuldigt. Der Wahnsinn. Was soll ich jetzt tun? Es wird immer schlimmer. Jetzt habe ich den Wolf als ähnlichen Dieb beschuldigt. Und wie soll ich das wieder gut machen? Das ist ja Wahnsinn. Der Wolf, materielle Dinge sind ihm nicht so wichtig. Ja genau. Dann hat er das Motorrad sofort. Das steht nicht mehr hinter dem Vorhof. Die letzten zwei Tage. Hat der wirklich das Motorrad verkauft? Nur um bei der Jenny gut zu stellen. Und ich hab jetzt sein Geld eingesteckt. Die ganzen 20.000 Euro. Mein Gott. Oi. Also das, woher da musst du mir helfen, dass das noch eine glückliche Wendung ausnimmt. Weil das wird jetzt nicht einfach werden. Nein. Habe. Und was ich nur noch sagen will,
Menschen können sich durchaus ändern. Und auch ich möchte mich nun ändern. Und darum bin ich der Meinung, wir singen nun gemeinsam den Gospel Oh Happy Day. Dass ich den Helm nicht mehr brauche, weil ich mit meinen Füßen unterwegs bin.
Wie schaut's denn aus? Kann mich irgendwer zum Bus aufgetragen? Das ist gar nicht mehr notwendig. Herr Wolf, hinschreißen im Vorhof. Stehen Sie frisch poliert? Hier habe ich. Was ist das für ein Schlüssel? Morgen am Camper. Ach so. Der ist aber Händler. Das ist was? Wir. Ja, wir geht das? Machen Sie sich keine Gedanken drüber. Es ist eine lange Geschichte, dass ich Ihren Motorrad wieder gefunden habe und schon war der Händler. Aber sie steht jetzt frisch poliert hinter dem Haus. Das freut mich. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank. Ja, danke. Aber was anderes. Das Motorrad schaut ja echt sauber aus, wie wir es mir angeschaut haben. Ja. Hilft die dann vielleicht einmal eine Runde mitfahren? Ja, sicher. Ich habe es an einem zweiten Hörben. Das ist mein, aber nur ein Nachmittag. Das hat mich gefreut. Mein Gott! Stellt euch vor, die Kriegs und die Polizei gesagt, dass die heilige St. Stephanus Statue gestohlen worden ist. Mein Gott, die Polizei hat ihre gleich mitgenommen und dafür Geisteszustand wird sie nicht früh. Frau Kreuz, das ist eine dumme Nuss. Mein Gott, und wie die Polizei dann gekommen ist mit einem Mordsaufgebot, sind sie alle in die Kirche reingestürmt. Bist du narrisch? Und auf einmal steht der heilige Stephanus auf sein Sockel. Mein Gott, die Krebs haben es dann gleich auf Zeiten genommen. Ja, und jetzt muss ich halt einen Tag und eine Nacht in der Zelle bleiben. Ich habe zwar gesagt, ich kläre das alles auf, aber ich finde eine Nacht und einen Tag in der Zelle schon dazu Krebs nichts. Deswegen rufe ich erst morgen an. Das ist eine gute Idee, Mädchen. Ja. Ich werde mich nun verabschieden bei euch allen. Herr Pfarrer, danke für alles. Bitte gerne. Und Charlie, ich hab gewusst, dass du mein Schutzengel bist. Papa. Papa. Bitte. Ja, also... Okay. Zuerst einmal zu einer guten Freundin und dann alles Weitere wird sich noch ergeben. Mein Gott, Jamie, ich hab mit deinen Eltern telefoniert. Mit meinen Eltern? Ja, und sie haben gesagt, dass sie dich unendlich vermisst sind und dass sie sich nichts sehnlicher wünschen, als dass du endlich nach Hause kommst. Das haben sie gesagt. Ja, und dass sie dich unendlich lieb haben. Wirklich? Ja. Danke, Mädchen. Bitte, komm gut nach Hause. Wer dich. Baba. Tschüss. Du, Jennifer, wann immer du mich brauchst, ich bin für dich da. Danke. Euch allen. So, ich gehe jetzt wieder die Küche rein, weil nicht, dass heute mein Essen anbrennt. Du, das war ganz gefallen. Weil was gibt's denn heute? Tofu-Brokkoli-Auflauf. Wir da der Schaum auch besser schmecken. Ja, hätte ja gerne unseren Nachtisch. Aber was anderes. Wir wollten ja Motorradtour machen. Können wir da gleich eine Eisenstation einbauen? Ja, ich weiß da eine gute Runde über die Weinebene hinten rein und fahren wieder rauf. Ja, das ist ein gutes Gasthäusl. Da gibt's einen Schweinsbraten, das du niederknirrst. Ja, sehr gut. Dann startest du schon mal an, ich komm gleich nach. Ja, ich starte auch. Brauchst du Zeit zum, dann schalt das ein. Warte! Gib's gleich, gell? Ja. Oh Herr, vielleicht sprichst du mit mir ja ein bisschen anders. Gott sei Dank hast du mir so geholfen, dass das dann so eine super Wendung genommen hat. Ich hoffe, du bist mit mir auch zufrieden, so wie ich das als Gleichbirn haben mein. Ja, Bösi, das hast du gut gemacht. Habt ihr das gehört?
der Herr, er hat mir eine Antwort gegeben. Bürstel, Wolf, Wolf, er hat mir eine Antwort gegeben. Ist doch alles easy.